Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier gekocht haben. Eine Kubo-Feuer-Bouillabaisse. Wow, keine Ahnung, was das ist. Wir haben es jedenfalls viele Pilze und ein paar rote Zutaten benutzt. Ich speise mal Feuer-Pokémon, geil. Es gibt Möglichkeiten, auf dem Pokémon-Supermarkt zuzugreifen. Dort kannst du nützliche Dinge bestellen, die dir bei der Erkundung weiterhelfen. Okay, wo ist denn der Supermarkt? Da oben? Ist wahrscheinlich wieder Echtgeldwährung hier. Im Pokémon-Supermarkt kannst du allerlei nützliche Dinge bekommen, die dir bei der Erkundung weiterhelfen. Du kannst PlayStation-Gutscheine gegen manche der dort verfügbaren Objekte eintauschen. Und PlayStation-Gutscheine kannst du in regelmäßigen Abständen durch den Mitgliedsbonus erhalten. Okay. 50 kostenlose nehme ich gerne an. Die sind wertvoll. Vergiss sie nicht regelmäßig abzuholen. Einmal täglich? Ah ja. Boxerweiterung, okay. Das Sonnen sieht nur aus wie Deko. Man kann sich auch Deko hier hinstellen. Jetzt weißt du alles Grundlegende zur Erkundung. Mach dich auf, Kubo Island immer weiter zu erforschen und finde all die Schätze, die hier noch schlummern. So, und zur Feier der Veröffentlichung von Pokémon Quest hast du 100 PlayStation-Gutscheine als Geschenk erhalten. Geil! In Version 1.0.2 auftretende Fehler wurden behoben als Entschädigung für eventuelle Unannehmlichkeiten, die wir niemals im Leben auch nur ansatzweise gehabt haben, weil wir die Version nicht gespielt haben, erhalten wir dennoch 100 PS-Gutscheine obendrauf. Keine Ahnung, warum ich die jetzt bekommen habe. Das ist natürlich ziemlich geil. So, gehen wir nach Hause, der Kochtopf kocht. So, 1 von 2. Okay. Ich könnte das direkt fertig machen, mache ich aber nicht. Und hier sehen wir, ich kann meine Batterie aufladen mit PS-Gutscheinen. 25. Naja, ich bekomme 50 kostenlos am Tag. Das heißt, ich könnte das zweimal pro Tag machen. Ich könnte die eigentlich auch offscreen abholen, ne? Während ich nicht aufnehme. Das heißt, ich sammle mir die ganzen PS-Gutscheine zusammen. Und dann kann ich eigentlich auch ein bisschen längere Aufnahmen machen, ne? Weil 5 Quests nur machen ist ein bisschen lau, ne? Gut, alle 20 Minuten bekommst du scheinbar einen. Oder lädt ihr alle 20 Minuten voll auf? Ja, schauen wir einfach mal. So, 670 Teamstärke. Das ist ein bisschen schwach, muss ich sagen. Wir brauchen 750 eigentlich. So, was ist das denn hier? Für verschiedene Aktivitäten in Kubo Islands erhältst du Items als Belohnung. Dazu gehören auch wertvolle PS-Gutscheine, die wir vermutlich alle ausgeben werden, um die Batterie zu laden. Sicherheitskopie erstellen. Gibt einfach mal 100 PS-Punkte. Gutscheine. Okay, wir haben quasi ganz viele Quests, die wir erfüllen können für PS-Gutscheine. Und auch Nebenquests. Erkundung mit nur Nahkämpfern im Team. Okay. Es gibt auch Items, die du nur als Belohnung für erfüllte Aufgaben bekommen kannst. Wenn du bei der Erkundung von Kubo Island nicht vorankommst, versuche dich doch an den Aufgaben. Das ist auch eine Alternative. So, Normalteam. Mit 3 normalen Pokémon auf Erkundung geben. 5 Duftpilze gibt das. Was sind denn Duftpilze? What the fuck? Kenne ich nicht. 10 Normal-Pokémon-Freunde. 10 Feuer-Freunde. Alter Schwede. Alter. Da haben wir noch ein bisschen zu tun. Da haben wir noch ein bisschen zu tun bei den ganzen Aufgaben. Es mangelt nicht an den Aufgaben. Das ist sehr gut. So, Deko-Objekte haben wir jetzt nicht. Aber du kannst Deko-Objekte, die du erhalten hast, in deiner Basis aufstellen. Alter, das Glurak, da sieht ja mal nice aus. Oder ist das ein Glurak? Ja, klar, das ist ein Glurak. Oder das Turtok, Alter, geil. Stelle ein Deko-Objekt auf, indem du einen Platz berührst, der zur Größe des Objekts passt. Klar. Und der Effekt deines Deko-Objekts wird sofort nach der Erhalt aktiviert. Seine Platzierung der Bosse spielt... Okay. Die Dinge haben auch Effekte. Vielleicht auf die Pokémon, die wir anlocken. Das wäre natürlich nice. Kann ich jetzt den Pokédex anklicken? Oh! Der sieht ja nice aus.
Und das ist der Pokédex. Ist zu Beginn noch relativ leer, weil wir keine richtigen Starter gewählt haben, sondern Evoli. Aber die anderen Starter werden wir auch noch treffen. Taubsi. Das sieht ja süß aus. Taubsi ist ein Kleinvogel, normal Flug. Ach, und da steht auch, wie viel wir im Team haben, beziehungsweise mit wie vielen wir uns angefreundet haben. So, Radfratz. Maus. 150 Pokémon. Ist Mew nicht inbegriffen etwa? Wer weiß. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch hier noch den Pokédex vervollständigen. Sehr interessante Geschichte. So, und da ist auch Evoli. Evolutions-Pokémon. Und hier wäre Mewtwo. Gut. Ach ja, unsere Pokémon haben Spaß auf ihrer Farm. So, gehen wir auf Erkundung, damit wir gleich mal gucken können, was der Kochtopf so sagt. Oh, wir sind fast schon mit der Anfangswiese durch. Nur wird es jetzt sehr schwer, hier durchzukommen, denn wir haben zu wenig Power eigentlich. So, Vorangriff, Energiefokus, Junge, Junge, Junge. Skilled as fuck. Was war das denn? Ich habe Habitat gehört. Ach, der ist gestorben. So. 3 gegen 1 ist easy. Aller Bäume im Weg. So, das Game ist natürlich in 16:9, weil mit dem S8 wäre ich auf 18:9 gekommen. Was ja irgendwie fast schon 21:9 ist. Aber, die HUD war dann viel zu groß und so und dachte ich mir, na komm, machst du einfach richtige 16:9, so wie das Spiel hier ist. Und bei Mobile Games, naja, ich denke mal, die Switch werde ich auch nicht anders aufnehmen können. Die hat ja keinen nativen 21:9 Support. Das heißt, die Games werden auch auf 16:9 kommen. Oh, ein Fukano. Aber dieses Pokémon zu sehen reicht nicht, den im Pokédex zu haben, als gesichtet. Beziehungsweise gesehenes Pokémon. Wie wir schon herausfinden konnten. So, jetzt mache ich gerade mal nichts. Alter, mein Radfratz ist gleich tot. Da oben rechts sehen wir, werden Dinge abgehakt. Scheinbar die Major-Pokémon, die wir jetzt zerstören müssen. Bam! Nice. Oh, Radfratz ist gleich tot. Das ist vorerst nicht schlimm, wenn Radfratz tot ist. Also ein Pokémon allgemein. Weil es wiederbelebt wird. Alter! Toboga! Jetzt kriegt er ein bisschen Schiss, du. Es wird auch sehr knapp tatsächlich. Oh fuck my life. Evoli ist tot. Wir müssen fliehen. Taubsi! Und Evoli ist. Taubsi ist alleine. Man sieht nämlich, da unten werden die Pokémon langsam wiederbelebt. Nur hat Taubsi jetzt ein großes Problem. Alleine gegen seinen großen Big Daddy. Oh, das war knapp, Alter. Alter, wo bleiben Radfratz und Evoli? Die müssen zurückkommen. Und Evoli ist wieder da. Mit halber Energie. Bam! Und Radfratz kommt auch wieder. Energiefokus, Windstoß. Und ihr merkt, es kann auch durchaus spannend werden. Und die Musik geht gerade richtig ab. Und wir schaffen das noch. Noch ein Windstoß und ein Bodycheck hinterher. Nein, der Bodycheck hat nichts gebracht. Aber der Windstoß. Taubsi hat Taboga letztendlich den Todesstoß verpasst. Und letztendlich leben doch alle. Juhu! So, das muss EP ohne Ende geben, Alter. Level 5. Was? Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Gut, klar, wir brauchen für jedes Level mehr EP, aber das ist ein bisschen enttäuschend. So. Ich weiß nicht. Oh, wir haben einen Härtestein bekommen. KP nach Erholung plus 5%. Oh, das heißt, nach Erholung haben wir generell 50% KP. Und damit scheinbar 55. Und wie es aussieht, auch plus 71 Gesamt-KP. Wenn ich das richtig verstehe. Es gibt zwei verschiedene Kampfstile. Nice, Alter. Abzug zur Basis. Bis jetzt ist ja alles gut gelaufen. Je weiter man ins Innere der Insel vordringt, desto stärker werden die wilden Pokémon. Wir sollten bei unseren Erkundungen weitere P-Steine sammeln und uns mit mehr Pokémon anfreunden. Das ist auf jeden Fall eine Maßnahme. So, aber erstmal back to the base. So, dann 4 Minuten erhalten wir auch
ein bisschen Batterie-Voltage. Nee. Keine Voltage. Etwa alle 22 Stunden besuchen dich Pokémon in deiner Basis, die sich mit dir anfreunden wollen. Okay, ist natürlich ein bisschen schwierig im Let's Play die Echtzeit, den Echtzeitaspekt einzubringen, aber das kriegen wir schon hin. Auch seltene Pokémon, die du auf Erkundungen getroffen hast, schauen ab und zu mal vorbei. Geil. So, erstmal würde ich sagen, sehen wir uns unsere Erfolge ein. 4 Erkundungen. Die Batterie wird aufgeladen, das holen wir noch nicht ab. Wir müssen erstmal ein Dings noch benutzen. Dann können wir die Batterie aufladen. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier gekocht haben. Eine Kubo Feuer Buia Beise. Wow, keine Ahnung, was das ist. Wir haben jedenfalls viele Pilze und ein paar rote Zutaten benutzt. Liebspeise von Feuer-Pokémon, geil. Ich war ungefähr bis hierhin, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Alter, reitet das Evoli auf Taubsi? Sieht ein bisschen so aus, ne? Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich glaube, da kam was anderes bei rum. Jedenfalls ungefähr bis hierhin kam ich. Alter, ein paar Feuer-Pokémon werden jetzt... Vulcano! Ich habe mir gerade als seltenes Pokémon Vulcano erhofft. Ja! Level 8! Junge, der zerstört ja alles! Alter, der kommt sofort ins Team. Jetzt ist Radfratz auf Taubsi drauf. Alter, geil. Ab ins Team mit dir, Mann. Alter, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal hatte. Was kam denn nochmal? Ich glaube, ein Tentacher oder so. So, komm, machen wir random. Das ist geil. Da haben wir ein bisschen Überraschungseffekt. Okay, ich muss leider zugeben, dass Radfratz aus unserem Team entschwinden muss. Erstmal. Denn... mit Vulcano kann ich dann doch ein bisschen mehr anfangen. Wie nehme ich dich denn raus hier? Ich will dich eigentlich entfernen. Hä? Wie nehme ich den denn nochmal raus? Hä? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Irgendwas mache ich falsch. Team. Vulcano? Hä? Okay, ich gebe dem... Alter, wie viele Steine ich habe. Ich gebe dir mal einen Kraftstein. Ups. Und auch diesen Härtestein. Dann ist Vulcano erstmal richtig der kranke Typ. So, ich gehe nochmal auf Taubsi. Und verpasse dem nochmal. Wir haben ja scheinbar mehr P-Amulette, als ich dachte. Kriegt er auch einen Kraftstein. Und da würde mich echt mal interessieren, wie ich Radfratz hier rauskriege. Aha, easy. Habe ich wohl noch zu lang drauf gehalten. So, mit Vulcan und Evoli an der Front sollte das doch ganz gut funktionieren. So. Weiter geht's. Wir kämpfen gegen den Boss der Anfangswiese. Haben wir da gerade goldene Dinger gehabt? Gibt's auch Silber und Bronze? Kann man das auch schlechter abschließen? Oh, ein Dodo und ein paar Mauzis. Alter, Flammenrad. Bam! Hohoho. Alter. Da haben wir einen mit Vulcano. Geil. Jetzt zerstört er richtig die Gegend hier. Okay. Gib mir den nächsten Gegner. Ich habe gar nicht geguckt, wie die Teamstärke aussieht. Ich denke, die ist ausreichend hoch genug. Lol. Warum lebt er denn immer noch? Ah Gott. Flammenrad, ja geil. So ein Massenangriff. Windstoß und Bodycheck. So, Evoli ist fast down. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Okay. Umschließen wir langsam nach und nach diese Aufgaben ab, sag ich einfach mal. Ist das einfach ein normaler Aufgabenzähler, wie viele große Pokémon wir quasi besiegen müssen oder Pokémon allgemein? Oder ist das eher so ein Ding, das uns anzeigt, ob wir das Level Gold, Bronze oder Silber abschließen?
Oder beides, kann ja auch sein. Alter, voll in die Ecke gedrängt. Geil. Okay. Dann auf geht's zum Boss. Wer auch immer der... Oh mein Gott! Ein Blockkarl. Ein blockiges Radikal. Umzingelt. Weiß ich nicht, ob das... Oh, Evoli ist down. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind vielleicht ein bisschen zu mutig hier reingegangen. So, Radfratz ist down, beide. Windstoß. Und Vulcano setzt Glut ein. Ja, schön noch getroffen. Evoli ist auch gleich wieder da. Okay, pass auf, Flammenrad. Und Bodycheck. Und das war's. Und auch ein Radikal hält unserem Team nicht stand. Und ein neuer Stein. Stufe abgeschlossen. Pamala. Zack. Taubsee Level 5. Vulcano hat davon jetzt nicht so viel mitgenommen. Schade, dass man die Level der Gegner nicht sehen kann. Zwei Steine. Geil. Dann kriegt Evoli nochmal Härtestein. Oh, du hast die Statue des Gedeihens gefunden. Glückwunsch. Ab jetzt erhalten alle Pokémon bis Level 5 mehr Erfahrungspunkte durch Erkundungen. Bis Level 5, okay. Also sind wir erstmal nicht von betroffen. Wir konnten das Pokémon vertreiben, das hier anscheinend das Sagen hatte. Es hat etwas hinterlassen, das aussieht wie eine Pokémon-Statue. Was das bloß ist? Das ist eines der Monumente dieser Insel. Die Statue des Gedeihens. Die Statue in der Form von Radfratz gemeißelt. Sie drückt wohl den Wunsch aus, genau wie Radfratz zu gedeihen, da diese reich an Nachkommen sind. Wie die wilden Karnickel. Erkundungen dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zur Statue abgerufen. Nachforschungen zur Statue erfolgreich. Es scheint, dass sie einem Ort geweiht wurde, der Legendenreich genannt wird. Ah ja. Bam! Alter, das Legendenreich. Ah! Jetzt können wir noch zwei Wege einschlagen. 1000 und 1100, Alter! Suche abgeschlossen. Route zu neuen Gebieten entdeckt. So, wir stellen eine Sicherheitskopie. So, Backup-ID. Gib eine ID 4 bis 16 Zeichen ein. Darf man die sehen? Ich weiß nicht. Ich zensiere das mal vorsichtshalber. Warte mal. So. Wird bereits verwendet. Warte mal. Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, ne? Machen wir das so. Warte, ich hab's fast. So, die gibt's bestimmt nicht. Die Einstellungen wurden gespeichert und ein Backup-Passwort erstellt für die Übertragung der Spieldaten. Okay. Oh, das ist ein Backup-Passwort quasi. Das dürft ihr jetzt sowieso nicht sehen. Ich mache einfach mal einen Screenshot. So, habe ich gemacht. Und dann Chobella. So, was ist das jetzt hier? Achso, das darf man glaube ich sehen. Gut, gehen wir zurück. Wird alles schon online gespeichert. Okay, und genau so weit war ich bisher. Ich habe bisher aber dieses Backup noch nicht erstellt gehabt. Das kenne ich nicht. Ups, das war mein Stuhl. So, ich möchte meine Erfolge einsehen. Und scheinbar sind das doch eher alle 30 Minuten und nicht alle 20 Minuten, wo es da was gibt. Alter, was haben wir denn alles hier? Wir kriegen Cash. Wir kriegen Cash. Ein Schnellfeuerstein. Was macht der denn? Kann man damit schneller kochen? Ein Attackenstein ist ein besonderes Item, mit dem du Attacken optimieren kannst. In eine Fassung, die an eine Attacke gebunden ist, kannst du einen Attackenstein einer der Farben einsetzen, die die Fassung angezeigt werden. Okay.
So, das nehme ich noch nicht an. So, Amateurkoch, Nebenaufgaben. Alter, noch mehr Cash. 10-mal Levelaufstieg stand dann, glaube ich. Habe ich gerade nicht ganz gelesen. Nabla-Formation. Erkundung mit 2 Nahkämpfern, 1 Fernkämpfer. 2 von 2. Normalforschung. 50 Normal-Pokémon besiegen. Habe 56, Alter. Gibt ein paar Pilze. Ja. Haben wir soweit alles abgeholt. Ich wollte einmal im Pokédex nachschauen. Können wir ja eigentlich immer ganz gut bei neuen Pokémon machen. Fukano. Hund. Okay. Ich finde es immer so geil, das Bild da links. Das feiere ich ein bisschen. Okay.